Wir sind zurück bei Shadow of the Tomb Raider in diesem Herausforderungsgrab, nachdem wir gerade mal aufgespielt wurden. Jetzt hatte ich mir überlegt, also wir waren da in das Ding reingesprungen. Ich glaube auch, dass es mich erwischen würde, wenn ich da einfach stehen bleibe. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir laufen entweder dann durch, dass wir über das Niedrige drüber springen können, oder wir laufen einmal im Kreis mit. Ich würde es eher so versuchen. Sind wir wieder in Sicherheit und sind hier so. Ich muss auf den äußeren Weg. Bin ich jetzt nicht auf dem äußeren Weg? Hatte halt gedacht, dass es hier auf beiden Seiten dann, ja, wahrscheinlich ist da hinten wieder irgendwas, was man bewegen kann. Dann muss man hier, werden die Dinger sich wieder bewegen, dann muss man zurück und das andere Ding reinschieben. Hier gäbe es was. Ich schaue nochmal erst hier. Es wird Spaß machen. Schaden bekommen. Ich glaube, das Ding steht. Daran kann ich bestimmt draufklettern. Ach ja, natürlich. Warum wollen wir das? Wo kann ich denn von hier? Ja, so anscheinend nicht. Aber das Wichtigste ist, wir haben das Ding angehalten. Ich bin da eben auf dem Rückweg, habe ich halt geguckt, ja, das könnte ungefähr hinkommen, dann einfach Augen zu und durch. Haben wir was? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Um das da oben rein zu dingseln. Nee. Kann das Ding hier noch irgendwie umschubsen? Nee. Also, meine erste Idee wäre halt gewesen, da logischerweise das mit Seilen zu verbinden. Aber hier, der, naja, das könnte vielleicht eher für einen Rückweg sein. Und sie hat ja auch gesagt, hier raufklettern. Und man kann ja auch hier drauf. Ich hatte bloß noch nicht rausgefunden, von wo ich jetzt... Okay. Ja, da werde ich vielleicht ein paar Mal versuchen müssen. Es ist da nicht ganz klar ersichtlich, von wo, wohin ich von dem Ende dieses Steges springen will. Ja, es wird nur das gesamte Ding angezeigt. Das ist jetzt eher wenig hilfreich. Ja. So auch nicht. Wäre jetzt schade, wenn ich so viel geschafft hätte und jetzt hier nicht weiß, wie es weitergeht. Nein. Habe ich nur B gedrückt, um die Erleuchtung auszumachen. Und dann hat sie sich fallen lassen. Ich habe halt gehofft, dass man da irgendwo sieht,
was hier die vorgesehene Stelle ist. Aber das weiß ich aktuell nicht. Die Umsehmöglichkeiten sind hier sehr beschränkt. Klapp mal, springen hat ja zweimal nicht geklappt. Da sind wir dann nur abgestürzt. Nein, das... Ja, okay. Ich wollte eigentlich von dem Ding runter. Ich wollte jetzt nochmal schauen, ob es vielleicht nicht von der Seite drauf geht, sondern von der anderen. Aber da ist jetzt die Frage, ob diese Wege hier noch offen sind. Das Ding ist gesperrt. Bewegen kann man hier nichts mehr. Und der Weg ist auch gesperrt. Weil ich noch kurz überlegt hatte, als wir das Ding gedreht hatte, hatte sie sich automatisch hier so umgedreht, so als wäre hier wieder was Wichtiges. Warte mal, wenn ich jetzt hier stehe... Es wird kurzzeitig nur was anderes angezeigt. Versuch gerade hier herauszufinden, ob mir diese Hellmachung irgendwas anzeigt. Vor allem da ist so ein kleines Ding rechts mit Stacheln dran, das jetzt nicht erleuchtet ist. Und an dem runden oben sind nach unten immer Stacheln, weil es insgesamt so aussieht, also zumindest von dieser Seite, dass man da nicht von unten hoch könnte, eventuell von der anderen Seite. Und ich glaube halt, dass die Seilrolle für den Rückweg ist. Aber wo soll ich denn jetzt von hier aus hin? Sie springt immer so ganz kurz, da hat man das Gefühl... Na warte, vielleicht... Ich habe ihn ja nur einmal dann. Vielleicht nochmal weiter, dass sie sich ein bisschen weiter nach oben dann abstößt, dass da dann was zum Festhalten ist. Das ist halt auch nicht genau zu sehen, was da hinter ist, ne? Ich glaube, ich muss nach links drücken beim Abspringen. Nein, auch mit nochmal hochspringen ist da nichts. Ich sehe auch hier nichts, was irgendwie kantig wäre zum Festhalten. Weil hier auf dem Ding, das da direkt vor mir ist, da ist oben eine Spitze drauf. Würde ich einfach sagen, das soll heißen, da soll man nicht hin. Hier links ist oben eine Spitze dran. Da rechts auf dem Ding sind doch Spitzen. Okay. Gut. Ja, da würde ich sagen, da passen genau die Hände zwischen. Gut. Zumindest sind wir schon mal ein wenig weiter. So, hier auf das Ding kann man wahrscheinlich drauf. Aha. Köcher der Wespe. Verschießen Sie bis zu 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu müssen. Würde ich also sagen, klickt dann nach, es geht ein bisschen schneller. So, und das hatten wir schon gesehen. Na gut, ich muss noch einen Schritt nach vorne gehen wahrscheinlich.
So, sehr schön. Wir haben ein Grab abgeschlossen, ohne uns zwischendurch was anzuschauen. Jetzt könnte man natürlich noch schauen, da hinten das, wo wir vorhin nicht dran kamen. Das bewegt sich immer noch hoch und runter. Ich glaube, ich muss jetzt unten lang. Oder auch nicht. Das wird mir hier nicht... Ich gehe mal wieder hoch. Mir wurde nicht angeboten, mich abzuseilen. Jetzt soll der Rückweg jetzt so kompliziert werden. Also anscheinend wird das hier unten als ungesund angesehen. Ah, warte mal, da ist, glaube ich, vorne was zum Einhaken, ne? Hinter dem Ding. Das heißt, ich springe los, wenn das Ding so... Okay, ich hatte noch gedacht, ich muss mich vielleicht einhaken auf der Hälfte. War nicht so. Ja, raus müssen wir halt noch finden. Es ist ja immer ein Teil der schwierigen Entscheidung hier, den Ausgang so zu gestalten, dass man rauskommt, dass man aber durch den Ausgang nicht reinkommt. So, erstmal hier schauen. Oben oder nach links? Nach oben sieht es nicht so aus. So. Hier geht es jetzt nach oben. Hier geht es auch rauf. So. Eieiei. Aber hier nochmal eine Klettertour. Dich bitte hier nicht aufpieksen. Gut, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich abgesprungen wäre. Da rutschte ich auf einmal. Ich war auch gesprungen und war sogar bereit, mich da einen Pfeil da nach oben zu das Ding zu schießen. Also mich da einzuhaken. Wir wollen, glaube ich, hier lang. So, gut. Hier sind wir dran. Dann würde ich sagen, da nach links. Hier kamen wir, also dann müssen wir hier logischerweise wieder raus. Wir sind jetzt halt, das hatten wir am Anfang, ne? Da hatten wir uns einmal gestochen. So, gut. Dann sind wir hier erstmal wieder. Wir hatten uns, glaube ich, hier so durchgezwängt. Ich bin echt froh, dass wir das länger Luft anhalten geskillt haben. Das nimmt mir ein wenig diesen extremen Druck. Ha, schön, das Grab geschafft. Hatten wir uns hier an Land schon umgeschaut? Ob hier noch irgendwas vergraben war? Warum will ich hier lang? Oder warum kann ich hier lang? Sagen wir es mal so. Natürlich liegt hier was. Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Eine Warnung hier oben zu verstecken ist eine interessante Sache.
Ja, genau. Das ist total sicher und vernünftig, was ich hier mache. Vor allem weiß ich nicht, was uns das bringt. So, hier oben ist auch irgendwas. Okay. Wir brauchen für das spezielle Outfit anscheinend 3 Kondorfedern. Von denen wir jetzt eine haben. Heißt das, da drin komme ich nicht weiter oder da drin sterbe ich? Oder nee, das ist eine Falle, ne? Falle war das. Aha. Scheiße! Nee, nicht scheiße, hab's ja gesehen. Alles gut. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Ja, Obsidianspitzpfeile gegen Maschinengewehre ist eventuell nicht so günstig. Das könnte interessant werden. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwo, was mir nicht angezeigt wird. Es gab da noch eine Krypta. Die haben wir wohl über... Hier war das Grab. Wir sind jetzt irgendwie... Hier, das war die Spitze, die wir gefunden hatten. Die Krypta habe ich halt leider nicht gesehen. Und ganz viel zu lesen gibt es hier. Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? So, passend zur Frage, zu der Warnung, ne? Verlass die Stadt nicht. Alles voll. Alles ich kann voll. Nicht mehr tragen. Was sind wir denn hier überhaupt? Ich dachte, wir hätten das Grab endlich hinter uns. Na, jetzt kommen wir hier schon wieder durch so zu was komischen Versteckten. Zwei Wege. Da ist was zum Hangeln eventuell. Deswegen schaue ich erst nochmal in die andere Richtung. Ist ein bisschen sehr dunkel hier. Sieht wie Gold aus. Oh, Gold. Hier war aber noch was. Mal schauen, ist hier nur das Gold? Ja, ich glaube, hier kommt man nicht hoch. Das ist auch nicht hangelbar. Gut, dann würde ich sagen, gab es hier nur Gold. Ist was auf der anderen Seite. Was auf der anderen Seite? Gut, da wäre was zum Dranschießen. Dazu bräuchten wir aber ein Gegenstück. Da unten liegt ein Dokument. Erstmal würde ich sagen, hier einfach runter. Schauen, hier ist nichts. Gut, da unten ist auch was, mehrere Sachen sogar. Ich mach erstmal das, was ich hier gesehen hatte. So. Iskar Yavai beendete den Krieg, indem er beide Seiten einte, doch ihr Blut war weiterhin in Wallung. Um die Kämpfer zu beschwichtigen, musste jemand bestraft werden. Yavai trieb die Kaufleute zusammen, die man für den Konflikt verantwortlich machte, und opferte sie. Ja, scheiß Kapitalismus, genau.
Hier haben wir was zum Aufbrechen. Das heißt, das machen wir gleich. Hier ist was zum Lesen. Möge Ojanta Erde und Metalle der jenseitigen Welt für ihre Kunst finden. Wir haben so viele Götter, ich verliere vollkommen den Überblick. So, hier können wir was aufbrechen. Jetzt kommen wir hier auch durch. Scheiße! Das wird nicht einfach. Einfach. Versuchen wir erstmal, ob wir da irgendwie oben rumkommen, dass man hier vielleicht dieses Ding einfacher passierbar machen kann. Jetzt, ich habe mich jetzt erstmal unten umgeschaut, jetzt versuche ich wieder hochzukommen. Ja, wie kommt man da drüben jetzt hin? Da unten ist jetzt quasi alles weg. Ja, das ist jetzt für einen Weg zurück. Ich glaube nicht, dass ich hier das so verbinden kann. Nein. Kann man hier irgendwo sich langhangeln? Das sieht alles nicht so aus. Nein, das tut sogar schon richtig weh. Kann man sich hier an den Seiten jetzt doch langhangeln? Oh. Nein, ich nicht wieder zurück durch, Lava. Wollte mich doch nur umschauen. Das sieht aus wie abspringen und dann den Haken werfen, ne? Gut. Aber hier kommen wir so hoch. Hier. Mit dem Haken. Beziehungsweise mit der Kletteraxt. Noch ein Sprung. Ich überlege gerade, ob ich da die Abzweigung noch nach rechts will, aber die will ich, glaube ich, nicht. Na komm schon. So, guten Tag. Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Neue Ausrüstung. Die 6 Himmelsbeinschienen. Kann ich im Outfit im Lager dann anziehen. Ist hier sonst noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwo Gold oder Jade? Anscheinend nicht. Und das ist jetzt das, was wir schon gesehen hatten. Wir können uns hier zurückhangeln. So, jetzt wieder hier in dem dunklen Gang. Hier gab es das Gold. Ich bin hier von dem Grab jetzt zu diesem Ort hier gekommen und habe keine Ahnung mehr, wie ich zurück nach Baititi komme. Aber das werden wir schon irgendwann rausfinden. Da
Ja, zumindest werde ich nicht mehr das Gefühl haben, dass ich, wenn ich in der Stadt weitermache, diese gesamten Außengebiete verpasst habe. Ach so. Gut, da habe ich gerade noch als Reflex gedrückt. Ah. Damals hatte ich den Sprung ja nicht geschafft. Weil ich irgendwann im Sprung B gedrückt habe. Ich habe diesmal mal A zum Abspringen und dann sofort B. Und das war anscheinend die richtige Lösung. Wir hatten da noch irgendwo Münzen verpasst. Das war links von mir. Scheint aber nicht hier unten zu sein. Ich sehe hier, glaube ich, keine Münzen. Oder ist das das hier? Vielleicht war es das hier. Nee, war es nicht. Ich würde allerdings sagen, jetzt wieder nach Norden. Machen wir uns so langsam auf den Rückweg zur Stadt. Jetzt will ich mal kurz, das wird mir angeboten. Es wurde mir, weil die, genau, seltener. Hatte ich ja überlegt, das könnte eventuell so sein, wenn die auf der Karte angezeigt werden. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. Auch weil du jetzt die Haut hier... Das Schwein liegt hier in der Nähe von dem Ast. So. Vielleicht sind die irgendwas beim Händler wert. Wir haben hier irgendwas. Die Wasserschweine haben wir, glaube ich, jetzt. Die haben wir verfolgt. Hier ist irgendeine Münze. Ist egal. Das ist ein Lager. Ich würde sagen, wir haben diesen großen Bereich hier jetzt mal gemacht. Und würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann zurück in die Stadt kehren. Hier wollten wir auch noch ein bisschen was ablaufen. Wir wissen auch, dass hier so ein bisschen Gold ist. Und das schauen wir dann uns einfach in der nächsten Folge an. Ihr könnt wieder dabei sein.